Ja. So, herzlich willkommen zum 24. Let's Play von Final Fantasy. Neun. So, und hier sind wir zuletzt stehen geblieben und weiter geht's. Ja. Eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lassen wir nicht zu. Ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampf stellen? Beatrix? Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung. Aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Warte, Beatrix. Wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind das wir. Oder sonst das Feld hier. Kümmere du dich um den König, mein Bester. Vergibt uns, Freier. Wir vertrauen auf euch. Ich glaube, diese Mäuslein unterschätzen mich etwas. Für mich, die ich auch unter dem geflügelten Namen Tausend Trolle mit einem Streich bekannt bin, ist allein die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Naja, wenn du erstmal leere Taschen hast, dann werden wir sehen. Zwar werden wir in dem Kampf besiegt, ist vielleicht normal, aber wir werden die sehr arm machen. Mal gucken, was der nochmal bewirkt, wenn er jetzt sind. Schocker! Na, kann die jetzt nicht sichtbar machen? Aha, sowas war das. So, und blauen. Eine blaue Magie haben wir noch nicht. Nee. Erstmal auf Abwehr, weil sonst so riskant. Ich glaube, Fenris Wind, das war eine Heilung. Ja, Regener ist das. Erstmal auf Abwehr. Was ist die da? Donnerklinge. Donnerklinge. Eikarama. Diebstahl fehlgeschlagen. Aber sie hat was garantiert. Ja, sonst würde habe nichts stehen. Nein, keine Text. Wow, ein Crit hat er kassiert. Phönixfeder? Phoenix schon mal. Weil wenn wir durch die Böe angreifen, dann haut sie mit einer Mega-Attacke drauf und dann war's das nicht. Aber erst wenn sie eine bestimmte Anzahl an KP verloren hat. Ja. Fehlgeschlagen. Schocker! Ui, das hat ein bisschen gezogen. Bei Freier aufheben. Ah, Regener ist aus, dann muss Freier das gleich mal wieder einsetzen. Fafnirs Wind. Meinst du ja? Ja. Autsch. Ey, nicht sass dich hier. Bleib mal easy. Bleib mal locker. Zack. Regener. Auch wenn man das nicht sofort sieht. Ja, jetzt sieht man's. Donnerklingt. Hat er nicht gerade doppelt, also nicht gerade Dollar gezogen. Wieder fehlgeschlagen. Also er hat noch was, definitiv. Und solange man hier nicht Schaden kommt, auch die eine von denen, ich glaube. Ja. Das waren keine Runden gewesen. Schocker! So ähnlich wie bei Bahamut in einem anderen Final. Plattenpanzer? Plattenpanzer. Ich glaube, eins musst du noch am meisten haben, die Mindestens. beiden. Ey, Karamba. Oh, Queen ist fast in Trance. Mal gucken, wenn, Glück, man kann die Vision nicht kochen. Nope. Sie ist ein, sagen wir mal, ein Bossgegner. Ja, aber trotzdem, damit sie einfach mal sehen, wie das aussieht. Zack. Mal gucken, bringe ich noch. Was? Was soll denn das jetzt? Nur wert, ja, wert hier im Exekutionsschlag. Also ist doch unbarisiert. Ja. Aber wenigstens haben wir die Rüstung. Ah, doch nicht. Oder? Seht nur, wie schwach ihr seid. Na klar, haben alle überlebt. Aber wenigstens haben wir den Panzer. Ihr naiven Einfallspinsel. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Land nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginnen wir sofort mit der Vorbereitung für unsere Invasion in Clara. Ja, meine Königin.
Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr. Dieser kleine Junge ja schon eher. Damit wurde sie damit gemeint. Oder Vivi? Ja. Kann man nicht genau erkennen. Ja. Hammer geil, das Video. Das Video, aber sowas von. Vivi, Zidane. Freya und natürlich Queen. Ja. Aber wie schafft er es, seinen Schwanz zu verstecken? Ja. Das frage ich mich jedes Mal in dieser Sequenz. Man weiß, ob er überhaupt einen hat. Ist aber auch ein Gen, oder? Ja. Ja, und hier dieses Vieh muss man später auch noch besiegen. Weißer Drache oder so heißt das Vieh. Ja. Nee, bevor, Silberdrache. Genau. Bevor man gegen Kucha antretet, muss man nicht diesen Silberdrachen besiegen. Bitte CD2 anlegen, müsste es kommen gleich. Wenn es das hier geben würde. Aber es ist ja alles noch bald. So lange gerade. Aber es ist eine unruhige Zeit geworden. Was ist nur mit dieser Welt passiert? Du redest von Baumetia, oder? Sie waren ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich? Wo ich doch Zeiten wie diesen endlich meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe an diesem einsamen Ort Wache. Sei doch froh, ich persönlich mag ja eigentlich keine Kriege und möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht in Breitformat und dem Sack voll Schweißkorn nicht doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Na klar. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtigt. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag's dir nur einmal, also schreib's dir hinter die Löffel. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen. Na klar. Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgurken. Aber irgendwie beneide ich doch den Alten. Kann es sein, dass sich dich die meisten Leute, falsch verstehen? Gut möglich. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Mhm, ja klar. Dem Schaffner zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin? Fräulein Lilly? Schläft. Sie ist wohl eingeschlafen. Ah, jetzt kommt die Szene mit dem Tenor. Man scheint diesen verwuchten Gerüchten über Königin Boyle tatsächlich Glauben zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Boyle einen Krieg anfangen würde. Zurück im Schloss werden wir diese Missverständnisse sicherlich aufklären. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halt, Berggipfel, bitte alles aussteigen. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria hier eintrifft. Wann wird sie denn ankommen? Sie wird zeitgleich mit unserer Ankunft in Born hier eintreffen. Mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lang wie die Fahrt nach oben. Oh. Dort drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Prinzessin. Wie oft muss ich denn noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf alexandrischem Boden. Wir? Noch nie Prinzessin gesehen. Und Konserve? Wir sind endlich zu Hause? Aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Für euch mag das Schloss gleichbedeutend mit ganz Alexandria sein, aber...
Ihr haltet mich doch nicht für ein unwissendes kleines Mädchen, oder? Aber, Eure Exzellenz, wie könnte ich? Nun gut, dann lasst uns gehen. Jawohl. So, mal gucken, ob hier noch ein Item irgendwo ist. Ich glaub nicht. Auf jeden Fall kommt hier noch, sobald der Zug kommt, kommt das hier mit, Aber sicherlich das Plättchen da. Ja. Ah, momentaner Aufenthaltsort, Berggipfel. Ich glaube, das war die Warteleiste. Ja, dann ist die Treppe. Guck mal, was das daneben ist. Auch eine Treppe. Ja. Sie will ein Duell. Ja. Willst du dich mal dran versuchen? Ja. Hier warte ich am liebsten. In der Warthalle sind mir zu viele Männer. Am liebsten wäre ich in seiner Nähe geblieben, aber arbeiten muss ich ja auch noch. Mit Viereck drückste. Oh, seid mir nicht böse, aber ich habe leider keine Karten dabei. Naja, also später kommen wir dir. Okay. Na dann, man sieht sich. Da sind sie ja. Das ist also die Warthalle. Wir sollten ja Erkundungen einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria antrifft, Prinzessin. Kupo. Magnet. Nasuna. Magnet. An Nasuna einen Brief überreichen. Von Grimo. Ein Brief für mich? Von Grimo? Danke für die Zustellung. Kupo. Wenn ich das Unglück von Mary so sehe, deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zumute. Hast du schon mal geliebt, Cooper? Ich war noch nie verliebt, Cooper. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann fürchte ich mich ehrlich gesagt etwas davor. Ich habe Angst vor der Enttäuschung, Cooper. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht, Cooper. Das bringt nur Kummer, nur Kummer. Nimm das zum Dank, Cooper. Eine Kuponuss. Na klar. Guck mal, was der Typ hat. Nach der Grenze eröffnet sich euch eine neue Welt. Seid ihr dafür gerüstet? Auch gerüstet? Auf jeden Fall holen wir uns erstmal. Regenstab, auf jeden Fall. Missri-Route. Ich glaube, Eiko konnte auch Routen tragen. Ja. Da sollten wir am besten von jedem zwei nehmen. Kristallreifs ist einer angelegt. Ja, und eine, nimm was. So, ist aber noch ein. Eskutron, Mystery-Fäustling. Den haben wir, den brauchen wir nochmal, weil wir haben gerade keinen. Zipfelmütze haben wir zwei im Tür. Fels haben wir auch. Auch eine im Inventar. Ein Latexhelm haben wir zwei. Eisenhelm haben wir zwei. Babuta einen. Voila! Bronzehahn nicht einen. Na klar, gerade kann Bronzehahn nicht schon gehen. Ja. Zauberkürass haben wir insgesamt zwei. Und das andere sind drei Items. Die wir nicht unbedingt brauchen. Ja. Besonders Potions nicht. Ja. Erstmal anlegen. Ja, hat sie gelernt. Engel, Silenzium und Channel. Analyse. Nehmen wir erstmal die Analyse. Ah, hier kommt ein Endgegner. Obwohl, die greift ja sowieso nicht an. Und wenn, dann zaubern wir eh. Ja. Mit ihr. Zauberabwehr und dafür geht. Na, das haben wir so. Gift und Galle. Okay. Lernt sie noch? Ja. Ist wieso der stärkste? Zu Eigenhemd. Götterspeise. Oh, die Wille geht hoch, also für die Heilung. Gerade gut. Jiminy-Stiefel. Holzauge, vielleicht kann der Schrotthaufen das besser gebrauchen. Mal gucken. Ja, ich glaube, der kann das nicht lernen. Malschuss ist schwächer. Ja, Holzauge. Kann also doch lernen, dass man. Ja, dann braucht er aber das andere Item nicht anlegen. Weihrauch, Eskutschon lernt er das. Kannibale. Gegen Humanoide. Ja. Und Tote. Aber wir nehmen was mit denen. Also wir gegen uns. Zauberkürbis ist wieso das stärkste, ja. Der Schrank. Holzauge und 10% HP. Aber ich würde sagen, weil gar nichts schwächer ist, kriegt die das erstmal. Die Jiminy-Stiefel? Ja. Auch wenn sie dadurch nichts lernt. Ja. Aber Stärke erhöht sich um 1 und Reflex um 2. Ja. Stabilisen. Götterspeise. Prüf mal, was Götterspeise nochmal war.
Wenn es schon gibt, wie ich mir gedacht habe. Ja. Weiter zunächst. Nicht gerade viele Abilities, die sie bis jetzt kann. Touchpad wieder hier. Mit dem Mann. Er hat nicht weiter. Holzauge. Holzauge für ein paar Punkte. Zweiter Licht, mal gucken, was das war. Verhindert blind. So sollte viel bleiben, weil er physisch angreift. Ja. Bodyguard auch, bisschen. Beste Dimensionen zu. Wohntaum, fliegende Weihrauch. Da sind alles Monster-Dinger. Das könnte man wegnehmen. Vorholzauge vielleicht noch. Gift und Gale. Verhindert Gift und Toxitos. Solange wir keine Tatze haben, besiegen, kann man den eigentlich erstmal wegmachen. Toxinkralle oder so war ja ein Move von ihm. Ja. Von dem tatzeligen Wurm. Ja. Ich kann nicht einfach. Truhe! Ups, oh na! Das war der nicht. Wieder zurück! Du bist an der Truhe vorbeigerannt. Ich bin dafür nichts wieder. Ah, da ging auch ein Weg lang. Mal gucken, wo es da lang geht. Nö. Bist du nur wieder hier? Also, das war diese Seite. Ich glaube, wenn man ihn anspricht, dann kann man weiter. Das weiß ich auch nicht. Devil-Kampf. Ui, ein Kartenspiel? Dann packen wir natürlich mal gleich mal ein paar Tatzen aus. Wenn wir schon so gute gefunden haben. Willst du auf das Schiff reagieren? Willst du auf nee, das Schiff reagieren? Das riskiere ich nicht. Das ist zu selten. Tatzewürmer kriegen wir mal wieder, deswegen ja. Einfach wieder ein paar zerlegen. Ja. Ja, von den Goblins kannst du einige nehmen. Wenn wir da ein oder zwei verlieren, pff, scheiß drauf. Ja. Aber sowieso so viel. Der Attacken ist gut. Hat dort. Wir hätten einen kompletten Eckenzackner hier. Dann war er durch. Ja. So, haben wir ein paar starke. Ja, fängt an. Ein Tridentos. Auf jeden Fall fangen wir erstmal klein an. Ja, mach mal. Sonnenrache? Wir fangen wieso erstmal klein an. Ne, da ist die Ecke frei. Oh, leider. Ja. Yeti-Fresse. Der will also Ärger haben. Schau, oh, ausrechnen sie jetzt, reichen die Pfeile nicht aus. Aber wir können den hier platzieren. Den Taxi? Ja. Keine Ahnung, wie dieses Vieh heißt. Wir haben leider verloren. Zack! Oder? Nö. Zack! Doch noch gut gegangen. Ja. Flunderdrache? Den nehmen wir, den haben wir noch nicht. Und, die und den Flunderdrachen? Den kriegen wir aber woanders relativ schnell. Ne, erstmal nicht. Noch eine Party? Nö. Was hast du sonst noch anzubieten? Wie läuft das Geschäft so? Was gibt's hier für eine Spezialitäten? Also, da kann ich euch unseren Baumkuchen nur wärmstens empfehlen. In Scheiben geschnitten gleicht er dem Lächeln der Sonne. In zwei Hälften geschnitten ist ein Regenbogen am Himmel. Das Südentor ist die Brücke zwischen zwei Welten. Und unser Baumkuchen die Brücke zum neuen kulinarischen Ufern. Wie läuft das Geschäft so? Gut, gut. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Auf jeden Fall würde ich dann erstmal sagen, bevor es weggeht und zum nächsten Gegner geht, weil wenn der Zug weiterfährt, kommen wir zu diesem Tenor, der ja ganz schön ramponiert ist, der letzte. Kann sein, aber ich ja, weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall war auf der Schiene einer da. Irgendwas war auf den Schienen, das stimmt. Hinzu. Aber ob es der Tenor war? Hm, keine Ahnung. Ja. Der wurde doch vom Dünntor zerquetscht. Eigentlich, oder? Ja. So, dann würde ich erstmal sagen, dass wir für dieses Let's Play dann erstmal aufhören. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. See ya later. Und tschüss. Genau.